Und so Ich greift hoffe. ihr euch eure Sachen. Möchtet ihr noch ein bisschen umziehen? Also irgendwas Festliches? Wollt ihr in Kettenhemd auflaufen? Eher in Lederrüstung. Da mein Kettenhemd nicht mehr vorzeigbar ist, gehe ich nur in Wandstrahlerrobe raus, denke ich. Aber der Erfolg erblutet, denn ich habe nur die eine. Ich leg auch ein bisschen Rüstung ab. Ich Schnapp schnarte die in meiner Rüstung. ganz normalen Pfeil des Lichtstracht rum. Ich schnapp mir aber einen Gehstock oder so. Aber mir bitte Immer sag du kommt mir, gut. dass du ein Gentleman bist. Ich würde wahrscheinlich, da ich momentan gildenlos bin, wahrscheinlich eine graue Reiserobe wählen. Oh, eine Reiserobe. Ja, Eine ich bin Reiserobe. gildenlos. Ich kann es nicht leisten, in irgendwelchen gildenmagischen Trachten herumzulaufen. Nein, aber du Könntest doch bist jetzt Stein. endlich mal die Gelegenheit nutzen, so richtig den Horasia raushängen zu Richtig, du lassen, so bist mit Sand und Kram. steinreich. Du kannst dir irgendwas total, total Komisches anziehen und Dann sagen, das ist in Winsald die neueste Mode. will ich Und dir aber einen schönen Lichtfleck erwarte, ich malen. erwarte Puder im Gesicht, ich erwarte Schminke, ich erwarte ein gutes Duftwässerchen und herausragende Kleidung. Dann will ich einmal schauen, was in meinem Kleiderschrank ist und würde wühlen und wühlen und wühlen und es dauert wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden und dann, tada, erscheine ich in einer wunderschönen Kluft, könnte man sagen. Blaue Seidenhosen, ein weißes, langes Gewand darüber mit goldenen Stickereien, Taftapplikationen, natürlich aufgelegt, eine passende Rouge-Lidschatten und Kajalstift. die Haare sind etwas hochtopiert und ich rieche wie, ja, wie eine Wie ein Lielefeldische. Freudenhaus. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich rieche angenehm und wohlriechend nach Veilchen. ja, Ich ich rieche nach vermute, Blut du und wirst dir dann über Metall. die Zeit, wirst du dir natürlich dann die Gildensiegel abgemacht haben mit Schneiderei, damit du jetzt eben nicht mit Gildensiegel herumläufst, denn das wäre ein Affront und den kannst du natürlich Es verhindern. sind denn nur magische Linien, beziehungsweise die mich meiner Zauberei schützen, sind keine Gildensiegel in dem Sinne. Genau, es geht einfach nur darum, also ist es eine, ja, müsste man jetzt natürlich auch sowas wie Gildenrecht sich auskennen, Iserun, ne? Aber das ist schon ganz hart an der Grenze, was Abel mir da macht. Das ist Also was schon. mir nicht gefällt, da zeige ich dann auch darauf und sage, das entspricht so nicht den Regularien. Nun ja, ich bin in keiner Gilde mehr. Der Codex Albiricus schützt mich nicht, aber ich muss ihn auch nicht weiter beachten, nicht wahr? Natürlich nicht. Und eben deswegen dürft ihr eigentlich auch nichts mehr tragen, was auf eure Magierschaft hinweist. Ich darf nichts darauf hinweisen, was auf eine Gildenmagierschaft hinweist. Das Tragen von magischen Symbolen ist mir nicht verboten nach dem Codex Albiricus. Siehst Sicher, du ihr aber könnt nach. euch als Scharlatan ausgeben. Das ist durchaus möglich. Wart einen Moment. Ich habe dieses Buch im Regal stehen und hole es aus dem Regal raus und blätter es mal und zeige es auf so eine Stelle. Seht, lest, dort steht es. Paragraph, bla bla bla. Sieben. Solltet ihr nicht lieber zur Fosslerin gehen und ihn anbetteln, dass er euch wieder aufnimmt? Ich bettle nicht. Eine Wollt ihr Schande. Schwarzmagier werden? In der Anfang haben wir eine Akademie. Kann ich nur empfehlen. Ich würde auch sehr empfehlen, dass ihr da nicht lernen geht. Von denen hört man nur das Allerschlimmste. Ich habe bereits Schritte dazu unternommen, dass mich die Graue Gilde aufnimmt. Aber das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. Wir werden sehen. Sesselpupser. Ich kipp mir noch mehr Schuss in den Tee. Sagt aber mir, habt ihr nicht vielleicht ein Hemd für den Ritter? Dieses Sicherlich, durchgeblutete, das sicherlich. kann man sich doch nicht sehen Ja, lassen. ihr seht furchtbar aus. Ja, Lan, Es wirklich. ist meine Ordenstracht. Was soll ich denn tun? Euch ordentlich kleiden. Ihr bringt den Orden in Verruf. Was immer dieser Orden für einen Ruf hat, aber. Machen wir es ganz einfach. Wo ist denn eure Abstellkammer? Ja, ich reiche Ihnen halt so ein langes weißes Hemd. Was habt ihr vor, euch einen Mob über den Kopf zu ziehen? Da steht meine Kiste drin. Ja, ich reiche dir ein etwas parfümiertes Hemd, Wir machen das ganz langweiß. einfach. Ich kenne die Kiste.
Die ist auch durchwühlt, also alles irgendwie rausgezerrt. Ömer und Rafim haben da nicht sonderlich viel sorgsam, also sie ist auch irgendwie schleifende Kratzspuren über den Boden von Witwe Brutt und dann wieder hingestellt, aufgehoben. Dann hat wohl Rafim festgestellt, dass sie ihm zu schwer ist, wenn er mit Rüstung rumläuft. Wieder ein paar Kratzspuren, wieder irgendwie verrückte Sachen. Alles ist irgendwie kreuz und quer durch die Kiste geflogen. Ja, ich nehme da meinen Waffenrock irgendwo raus, der wird wohl in der Ecke liegen, staub den ein bisschen ab und zieh mir hinüber. Dann habe ich noch eine gelbe Schärpe und dann hat sich das. Ah, ihr braucht mein Hemd also nicht. Nun gut. Bin ich jetzt dran mit Jalan sagen, dass er schrecklich aussieht? Oder wechseln wir uns heute nicht ab? Ihr seht ganz schrecklich aus, Jalan. Ich sehe aus wie ein guter turbischer Ritter. Ja, das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, wenn ihr aufbrecht, die Sonne ist mittlerweile untergegangen, nachdem ihr euch da vier verschiedene Sachen angezogen habt. Ihr könnt immer noch die Wimpel im Wind wehen sehen. Der Innenhof ist beleuchtet von unzählig vielen Fackeln, die da alles erhellen und alles in verschiedene Lichter tauchen. Ein paar, Scharlatane, genauso wie Abel mir gerade herumläuft, sprengen durch die Zelte, versuchen ein bisschen zu jonglieren, versuchen mit ein bisschen Akrobatik, irgendwelche Seile, die dann von der Rauhls-Arena zum Haus der Heilung gespannt worden sind, wo dann in schwindelerregender Höhe Kunststückchen stattfinden und ihr könnt Musik hören, die Musik von Saltatio Mortis. Spielen sie irgendwie genauso düster wie in Jorgomak oder etwas fröhlicher? Nein, sie spielen so wie damals im Raya-Tempel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das gehört hattest, aber zumindest spielen sie fröhliche Laute. Und sie haben auch durchaus viele Leute, die dann vor ihrer Bühne stehen, sind ein bisschen erhöht auf ihrer Position. Und von der Düsternis, die sie damals in Jorgomak gespielt haben, ist überhaupt nichts zu hören und zu sehen. Und das war wohl auch irgendwie bekannt. Zumindest war es der KGA bekannt, dass die nach Jolgomark ziehen. Und wenn die jetzt hier eingeladen sind, dann wird da wohl niemand was gegen haben. Ja gut, wir sind ja auch aus Jolgomark. Aber nee, genau, richtig. Also es ist kein Verbrechen. Eine spezielle Harfe haben die jetzt nicht dabei oder so. Nein, die haben keine spezielle Harfe dabei. Nicht, dass ihr gleich allen Leuten, die auch aus P-Flöten kennen. Ja. Ihr könnt viele, viele Leute vor den Zelten sitzen sehen. Aktuell ist es noch angenehm warm. Also wir haben es, wie gesagt, jetzt früher Frühling und die Sonne ist untergegangen. Aber zusammen jetzt mit diesen vielen Lagerfeuern könnt ihr euch dann irgendwo dazusetzen. Es wird viel Bier ausgeschenkt. Verschiedene Völker, die hier herumlaufen. Tulamiden, ihr könnt auch ein paar Zwerge erkennen. Und natürlich auch sehr, sehr viele Mittelreicher. Während ihr euch nach oben seht und nicht genau wisst, wo ihr jetzt hingehen sollt, könnt ihr erkennen, wie wohl jemand auf Isarun zugeht und sich mit einer Laute vor ihr hinkniet. Oh. Wer ist denn das? Du kennst ja nicht, du hast ja noch nie gesehen. Würdet ihr mir erlauben, wohlgeboren Isarun von Spogelsen, dass ich euer Minne sein darf? Ich würde mich natürlich vorstellen, ich bin Alwan von Unterhalatissen, Vogt zu Imlingen. Würdet ihr mir eure Gunst erweisen und meine Minne erwidern? Welch großzügiges Angebot von euch. Sehr gerne nehme ich euer Angebot an. Ausgezeichnet. Ich werde Weisen für euch schreiben, die ihr noch nie zuvor gehört habt. Ich werde euch... Er spielt ein paar klägliche Laute mit seiner Harfe und... Ich werde mir etwas überlegen, was eurer Schönheit entspricht und euch zufriedenstellt. Ich kann es kaum erwarten, es zu hören. Ich danke euch. Wirklich? Er kann doch kaum ein Schwert halten. Er ist ja auch für die Musik hier. Ein sehr guter Fang, den ihr dort getroffen habt. Aber nicht sehr wundergefährlich. Ja, es muss ja nicht mal ein Runder für die Knappe sein. Es kann ja nicht jeder eine Akolotin haben, der auf sie zukommt. Mir leid, Fräulein von Spurwesen, dass ihr bei der Runde scheinbar nicht so gut steht. Dafür aber bei der Herrin Raja. Ist auch was. Beim Thema, wo ist Kiaras? Dem würde das hier gefallen. Ah, nicht bestimmt so abgelenkt im Tempel. Hoffentlich hat er ihn dann auch... Wir uns frei gemacht, wenn wir ihn brauchen. Sonst müssen wir wohl ausweichen. Aber gut, ich glaube, ich sehe da hinten das Zelt vom Ritterkönig. Nun dann.
Ja, Ömer, also könnt ihr an das, Entschuldigung, erzählen. Ömer wollte nur beim Laufen Ausschau halten, aber an den Schwarzen Ritter und warum laufen sieht. Vielleicht will der ja auch so ein bisschen gesellschaftlich Anerkennung sich hier suchen und ja, wenn das mal einer folgt, hält immer mal ein bisschen Ausschau nach dem. Du kannst auf alle Fälle das schwarze Zelt erkennen. Er sitzt wohl im Inneren des Zeltes. Die Turnierzeltplane ist, also die Zeltplane ist aufgeklappt, ist also lässt noch ein bisschen frische Luft rein. Er sitzt da mit immer noch seinem Wolfshelm auf dem Kopf, auf seiner Pritsche. Kannst du auch ein bisschen reinsehen, es ist dunkel, aber gut, viel hat er da nicht drin in dem Zelt. Seine Knappen stehen immer noch davor. Zumindest kannst du sie sehen. Ja, die haben mittlerweile ihren Helm abgenommen. Sie sehen grob schlechtig aus, sehr muskulös und weisen viele Brandnarben auch auf, die ihnen dann mitten im Gesicht prangen. Die hat immer noch normale Metallrüstung, keine Endurium-Rüstung. Genau, ne? normale Rüstung, richtig. Ja, nö, folgt man den anderen und ist zufrieden. Okay. Oh, Fenrich, schön, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Setzt euch, er steht auf und gebt ihr dann auch die Hand wieder zum Rittergruß. Verzeiht, ich wollte euch nicht aus dem Sattel lanzen, vor allem nicht, nachdem ihr auch dann ein weiteres Mal gegen den Schwarzen Ritter geritten seid. Ich wollte eigentlich nur eure Sportlichkeit testen und dass ihr dann so schnell aus dem Sattel kippt, damit habe ich nicht gerechnet, verzeiht. Ja, lasst gut sein. Böse Zungen überhaupt nicht, ich wollte mir eure Lanzenspitze einfach nur mal aus der Nähe ansehen. Nun, das ist ja keine Schande, gegen mich zu verlieren, nicht wahr? Das wohl. Aber gut, ich freue mich, dass ihr... Ich glaube, ihr habt es uns allen ziemlich bewiesen. Ich glaube, jeder würde nach der dritten Lanze dann abbrechen, aber ihr seid immer und immer wieder aufgestanden, habt die Rüstung gewechselt und dann euch auch noch magisch heilen lassen, habt ihr gegen eure Prinzipien verstoßen. Es ist sehr edel, dass ihr, um die Identität des Ritters zu offenbaren, ihn... Nun ja, euer Lanzgang war natürlich nicht sehr beeindruckend. Habt ihr nicht ein einziges Mal richtig getroffen, oder? Aber das soll euch verziehen. Ich habe mir gerade mit... Ich habe versucht, ein Stück seiner Rüstung in die Finger zu bekommen. Ersetzt euch. Ich habe noch genug Platz für euch. Danke, Fräulein Spogelsen von Spogelsen, dass ihr meine Grüße ausgerichtet habt. Ich habe ein ganz kleines Fässchen Fairdocker Bier für euch, wenn ihr mögt. Darf ich vorstellen, Abelmir Castalvan, ein Ritter aus Andergast und ein früherer Turniersieger. Der erhebt sich, ihr könnt das sehen, sein Wappen Silber, eine grüne Eiche. Ist wohl offensichtlich ein Andergaster. Der gibt euch knurrend seine Hand. Stellt sich dann nach und nach vor und Abelmir Jamorenes nickt einmal zu. Tippt sich einmal kurz an seinen Hut, den er nicht aufhat. Ist mir ein Vergnügen. Abelmir Drachenfinger Jamorenes, zu euren Diensten. Ja, auch von euch haben wir schon gesprochen, aber das war schon vor, ich glaube, einer Stunde. Da waren die Drachen schlechter ein Thema. Habt ihr gehört, dass wir sollen wohl noch andere Drachenschlechter hier haben? Also nicht nur euch, sondern so wie ich gehört habe, ist Falk von Isenborn hier. Nun, ist bestimmt ein berühmter Held. Leider ist er mir nicht persönlich bekannt. Ihr kennt Falk von Isenborn nicht, ne? Da ist euch sicherlich einiges entgangen. Gerade von den Rittern hört man einiges von ihm, auch wenn das seinem Schwertvater nicht ganz so begeistert. Falk von Isenborn, ich glaube, er wird irgendwo hier herumlaufen, vielleicht kommt er später nochmal dazu. Zumindest war er vorhin hier, haben wir uns noch kurz unterhalten. Er hat als Knappe, hat er auf einem Ritter, also da gab's so eine Szene, die wurde dann erzählt, er, wie gesagt, selber spricht davon gar nicht so sehr, vor allem auch, weil sein Schwertvater es ihm verboten hat, Parasiel, aber... Ja, wie gesagt. Ein anderer Ritter hat ihm einem Drachen in den Schwarzen Landen den Stich mit der Lanze beigebracht. Also der Lanzgang gegen einen Drachen. Das macht schon ordentlich gut Blut. Naja, und während der Drache sich dann erholte und aufrappelte, kam er genau vor Falk runter. Und er hatte dann erst versucht, nach dem Kopf des Tieres zu schlagen. Was natürlich nicht von Erfolg gekrönt war. Und bevor der Drache dann sich wieder in die Lüfte erhob, ist Falk dann auf ihn draufgeklettert und ist dann durch die Lüfte geflogen. Und das war schon ein Schauspiel. Beeindruckend, in der Tat beeindruckend. Ich glaube, er war 16 Jahre, als er seinen Drachen erschlagen hat. Noch beeindruckender, in diesen jungen Jahren einen Drachen zu legen, dazu gehört Mut und Rondras Wille dazu. Vor allem hat der Ritter Parasiel gerettet, so wie man sich erzählt. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Geschichte so stimmt, aber alle sagen es.
Ich würde diesen Herrn gern kennenlernen. Vielleicht eine später Stunde. Diesen Herrn, ja, der hohe Herr, wie gesagt, der 18, verbranntes Gesicht. Werdet ihr schon finden. Das Wappen von Isenborn ist ja hier nicht allzu häufig. Ich bin sicher, wie viel werde ihn finden. Ich bin ja selber etwas, nun, könnte man sagen, versiert. Hermat und Oloranda sind zumindest nicht hier. Gut, aber wir wollen von euch reden. Fenrich. Ritter, was wollt ihr hören? Nun, was trieb euch an, oder eure Gruppe? Ich habe auch gesehen, dass ihr im Sand der Arena etwas gesucht habt. Mit etwas Glück haben wir genug Hinweise, um den schwarzen Ritter endlich sein Handwerk legen zu können. Und das, was er tut, geht nicht mit allen rechten Dingen vor sich. Das ist gut. Dann wollen wir ihn direkt jetzt hier verjagen. Ist der Turnierfrieden bereits aufgehoben für ihn? Wurde er? Weiß ich nicht. Ist die Frage. Nein, wurde er nicht. Dann lasst uns doch einfach mal zu seinem Zelt gehen. Mischen wir ihn ein bisschen auf. Ich meine, was kann er denn tun, wenn jetzt wir alle zu ihm gehen? Reden können wir mal mit dem Mann. Aber passt auf, dass. Blick mal über die Schulter. Passt auf, dass der Marschall nicht seinen Unmut auf uns lenkt. Sich scheint er bis jetzt noch sehr verbissen daran zu halten, ihn nicht auf unsere Spur lenken. Ihm alle rondrianischen Ideale und Rechten zukommen zu lassen. Aber ich weiß es besser. Mal gesehen, woraus seine Lanze gemacht war. Habt ihr seine Knappen gesehen? Die sind sicherlich genauso groß wie. Was seid ihr denn für einer? Ihr seid von den Basaltfäusten, oder? Von euch hat man ja noch gar nichts gehört. Ja, richtig. Ja. Bei euch, Ritter, da weiß man nicht, was man sagen soll. Ihr seid ein ganz komischer Haufen, wenn ich das mal so sagen darf. Was sagt denn Leoma vom Berg zu euch, dass ihr hier seid? Kein Fan. Ah, das lernt er noch. Er lernt uns noch schätzen. Vielleicht Danos von Luring reicht ja auch erstmal seinen Humpen mit Bier und stößt er erstmal an. Er freut sich so ein bisschen, dass du gute Laune hast. Ja, ich fand's schön. Ich glaube, wohl zu euren Lebzeiten werdet ihr beide keine Freunde mehr. Ach, sag das nicht so. Ein, zwei Schlachten, die dir Al-Anfa noch fürs Mittelreich gewinnt und der Mann freut sich jedes Mal, wenn er mich wieder sieht. Was genau hat Leo damals eigentlich da unten in der Wüste gemacht? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Naja, Kriege geführt, die man nicht gewinnen kann. Aber er würde das bestimmt anders beschreiben. Hat er euch nicht gewonnen? Hier erzählt man sich, die hätten euch alle anderen richtig aufs Maul gegeben. Will ja nicht sagen, aber da, wo die Basaltfaust aufmarschiert ist, da hat die Perle von Al-Anfa noch nie verloren. Langer Krieg, das stimmt. Hat auch einige Erfolge, muss man ihm ja lassen. Mit diesen komischen Novalis da unten. Naja, was will man tun? Und jetzt, ein paar Jahre später, müssen wir sie erst wieder aus der Almada schmeißen. Kann euch das vorstellen? Ja, hätte ich euch von Anfang an sagen können, dass man mit dem Haufen nichts anfangen kann. Aber das wolltet ihr ja nicht glauben. Und sag mal, Herr Ritter, ich kann verstehen, dass ihr mit einer Basaltfaust umherzieht, aber wie kommt ihr denn zu diesem Knappen da? Er deutet auf Würmer. Das möchte ich euch jetzt nicht übel nehmen, aber wenn ich das richtig gehört habe, dann seid ihr dieser Ömer, oder? Wie habt ihr es denn zu dieser Gruppe geschafft? Ich bin damals in Kunstschirm als Koch angeheuert worden. Ihr seid ein Koch? War vom Koch zum Drachen schlechter. Ja, die kleinen Dinge des Lebens müssen zählen. Ihr zählt ihm noch, wie er zwischendrin, verzeiht. Hier zwischendrin Polygon den Splitter abgerungen hat. Zumindest zeitweise. Chondrigan Polygon hat was für ein Splitter? Darion Polygon. Splitter der Dämonenkrone. Habt ihr die Geschichte nicht gehört? Darion Polygon kenne ich nicht. Tut mir leid, ich bin kein Ritter, der eine Lanze auf sein Schiff verankert und. Jetzt geht's los. Ich erzähle jetzt die ganze Geschichte von vorne nach hinten durch. Also ich meine, dass Sanin sich eine Lanze an sein Schiff vorne dran bindet, das habe ich schon gehört, ja, aber... Lasst mich euch von Sanin erzählen. Fangen wir da am besten an. Bringt mir noch ein Bier herbei und dann geht's los. Ja, und so erzählst du die nächsten zwei Stunden am Zelt die Geschichte von der Seeadler. Und Ömer kann dann da ansetzen, wo er dann zu der Gruppe gestoßen ist. Möchte Abel mir die Geschichte erzählen, wie ihr euch im Gefängnis kennengelernt habt? Das würde ich gerne unterlassen. Ich würde sie etwas umschreiben. Wo bist du denn dazu gestoßen?
Imperium, könnte man sagen, als die Gruppe verdächtigt wurde, von der zu Unrecht verdächtigt wurde, von der Großadmiralität mit dem Feind zu paktieren und ich sie unter mit Seidenzungen vor größeren Schwierigkeiten bewahren konnte. Also wie man hinterher im Prozess erzählt hat, habt ihr wohl die Wachen bestochen. Das wollten wir doch nicht sagen. Das ist aber die Wahrheit. Nun ja, was Wahrheit ist und was Wirklichkeit ist. Es dient nicht der Geschichte. Seine Exzellenz, der geheime Inquisitionsrat, sah das wohl anders. Verzeihung, Fräulein von Iserun von Spurgesen. Ich bin jetzt soweit. Dein Haar glänzt wie Gold, oh meine geliebte Mein. Wie die Lerche, so heult deine Stimme hell und rein. Und breitest du zum Tanz die Flügel aus, so führt mich ihr Glanz sofort zu deinem Haus. Wart nicht mehr lang, geliebte Mein, dein Liebling näht dir eine Kappe fein. Und bald trägt sie im hellen Sonnenschein. Und beim letzten Tanz, da werd ich bei dir sein. Du bist mein und ward mir klar, als am Apfelhain vor Jahren ich dich sah, spazieren gehen mit deinem Hund. Verzeiht, ich habe etwas gesucht, was sich auf den Mund reimt. Noch heute kommst du gern an einen jenen Ort und ich bin dir fern. Mir ist... Verzeiht, ich muss noch etwas an dem Refrain üben. Irgendwas mit Kappe. Königstor davor. Ich komme gleich wieder. Einen Moment, Fräulein von Iserun von Spanien. Was treibt ihr so deutschen nicht auf? Das ist ja furchtbar. Ja, während er noch weggeht, könnt ihr ihn leise trällern hören. Er zupft, wie gesagt, an seiner Harfe. Hinter der Tafel aus purem Gold kannst du dir sicher sein, dass der Fuchs ist nicht hold. Ja, die besten Freunde dieser Runde, das muss ich euch sagen. Unterhaltsam ist der Mensch auf jeden Fall. Ne? Richtig. Aber ein Dichter ist er nicht. Der gute Wille zählt. Er hat sein Möglichstes getan. Richtig. Ömer, würfel mal auf Füchsisch. Auf Füchsisch. Ja, schauen wir mal nach, ob Ömer das so hinbekommt. Die anderen dürfen natürlich auch, wenn sie Füchsisch besitzen. Nee. Raffin kann das. Ah, das ein oder andere war dabei. Zumindest... Er hat jetzt das eine oder andere gesagt. Man könnte es mit Füchsisch in andere Vokabeln übersetzen. Aber solange das Lied noch nicht fertig ist, man könnte natürlich Hund, das steht eigentlich für ein Ork. Lied wäre so etwas wie eine Abmachung oder ein Vertrag. Das Königstor. Er sagte irgendwas von einem Königstor. Fahrt davor. Ist im östlichen Stadttor... Wenn er nochmal wiederkommt, könnte man nochmal gezielt auf die füchsischen Vokabeln hören. Aber eventuell war das ein versteckter Code. Und vielleicht war er gar nicht so sehr unbegabt, wie er tut. Ja. Schau dem Mann nochmal hinterher. Sehr unterhaltsam. Raffin, habt ihr auch was gehört? Also Hund, Tor. Das hat sich doch gar nicht gereimt. Ja. Der Mann muss mal ein paar mehr gute tomrische Volkslieder hören. Wenn er wiederkommt, singe ich ihm eins vor. Bitte nicht. Aber ich weiß, was ihr meint. Ein seltsamer Text. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich müsste ihn noch einmal hören. Diesen Versen fehlt das rechte Stegmaß. Immerhin hatte er den Mut, überhaupt etwas vorzutragen. Das ist ja mehr, als man von den Anwesenden behaupten kann. Ja, und während Iserun das sagt, kann Jalan sehen, wie Leonida Bugenhold von Sirenstein mit ein paar anderen höfischen Damen langsam, so langsam an eurem Zelt vorbeispaziert, dass es auffällig ist. Als ob sie darauf wartet, angesprochen zu werden. Ja, das lasse ich mir davon Iserun gar nicht bieten. Ich springe auf, stolziere da hinüber. Euer Ehren von Sirenstein. Rondra zum Gruße. Oh, schön, dass ihr hier seid. Ich hatte euch gar nicht gesehen. Wen ihr doch wohl die Güte hättet, als ich euch einen Ritterkönig vorstelle. Oh, ja, Herr, hoher Herr von Luring. Richtig. Herr von Luring, das hier ist Ihre Ehren von Sirenstein. Euer Ehren, also der Ritterkönig, der hat mich auch noch ordentlich aus dem Pferd geholt. Ja, ich habe den Kampf natürlich gesehen. Hätte ich euch noch mehr Bändchen an die Lanze gebunden, dann hätte es euch vielleicht geholfen.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im Rondras Gunst heult ist es manchmal nicht auf den ersten Blick sichtbar. Ich habe bereits eben das erste Lied vernommen. Das war ja... Habt ihr geübt, oder? Da bin ich mal gespannt, was ihr jetzt vorsingen wollt. Entschuldigt mich kurz. Und Ömer steht auf und entfernt sich, wie als wenn er auf Klo müsste. Und will sich aber in der Nähe von dem guten Alvan aufhalten, um noch mehr Liedtexte aufzuschnappen. Er hat sich jetzt entschlossen, dass er hier nichts Wichtiges zu sagen hat. Also will er lieber versuchen, das gute Ohr der Gruppe zu sein. Mhm, gute Idee.